Hallo, liebe Schüler, heute erfahrt ihr, wie man die Oberfläche eines Würfels berechnet. Dafür habe ich bereits einen beliebigen Würfel einmal aufgezeichnet als Schrägbild und ich weiß, dass bei jedem Würfel die Seitenlängen gleich groß sind. Also alle Kanten beim Würfel sind gleich groß. Wenn ich meinen Würfel einmal aufhalte, erhalte ich ein Würfelnetz. Und erkenne hier noch viel besser, dass ein Würfel aus 6 gleich großen Flächen besteht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich nehme jetzt mal die eine Fläche hier raus und nenne sie Groß A. Das ist meine eine Fläche. Wenn ich die Fläche kenne und ich weiß, wie groß die ist, weiß ich auch, wie groß diese Fläche ist, wie groß diese Fläche ist und alle anderen Flächen und kann somit dann den Oberflächeninhalt eines Würfels berechnen. So, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass die Seitenlänge A bei uns 4 cm beträgt. Das heißt, auch diese ist hier 4 cm und auch diese. Auch hier. Bei meinem aufgeklappten Würfel kann ich jetzt sagen 4 cm. So, um die Oberfläche eines Würfels zu berechnen, muss ich mit der Formel O für Oberfläche und dann schreibe ich noch ein kleines W für den Würfel ran. Im Grunde genommen 6 mal für meine 6 Flächen den Flächeninhalt eines Quadrats. Um den Flächeninhalt eines Quadrats zu berechnen, muss ich wissen, dass ich Länge mal Breite rechne oder A mal A. So, für meine Länge A setze ich jetzt 4 cm ein. Das heißt 6 mal 4 für die Länge und für die Breite. Länge mal Breite. So, dann rechne ich zuerst die eine Fläche mal aus und die beträgt 16 Quadratzentimeter. So, und da ich das für alle Flächen insgesamt haben möchte, weil ich möchte ja die Oberfläche meines Würfels berechnen, rechne ich jetzt 6 mal 16 und erhalte eine Oberfläche von 96 Quadratzentimeter. Das war's. Tschüss.